Willkommen zu einem weiteren Retro-Special. Guido Henkel macht derzeit mit Torvalla von sich reden, einem Rollenspielprojekt auf Kickstarter, das schon auf den ersten Blick von Elementen aus der Welt von Das schwarze Auge beeinflusst zu sein scheint. Kein Wunder, neben seiner Arbeit am Kultrollenspiel Planescape Torment von Black Isle ist Guido Henkel auch als Schöpfer der Nordland-Trilogie bekannt, der ersten Spiele, die DSA auf den Computerbildschirm brachten, namentlich Schicksalsklinge, Sternenschweif und Schatten über Riva. Gar nicht mal so wenige, zum Beispiel auch für meinen Kollegen Nico hinter der Kamera, waren diese Spiele der erste Berührungspunkt mit DSA und ein prägendes Ereignis. Ein Beispiel. Vor dem Spielen von Sternenschweif im Jahre 1994 war Nico ein ganz normaler Junge wie du und ich. Oder so. Heute hat er meterweise Aventurien in seinem Regal stehen, macht in seiner Freizeit so etwas und hat auch mich für eine Rolle in seinem abendfüllenden DSA-Fanfilm gewinnen können. Auf dich ist es nicht zu spät. Tue Buße. Ich weiß, dass der Waldemar von Sensenstein, den ich kannte, noch lebt. Und nicht zu vergessen, baut er in jeder Late-Night-Show mindestens ein DSA-Produkt ein. Wie konnte ein simples Computerrollenspiel solch eine Auswirkung haben? Was macht die Nordland-Trilogie so besonders? Dieser Frage gehen wir heute nach. Eines können wir jedenfalls schon mal von vornherein sagen, die Technik war es nicht. Auch für die Verhältnisse von 1992 sah der erste Teil Schicksalsklinge eher schlicht aus, wie zum Beispiel die Tester der Powerplay bescheinigten. Hier besserten die Entwickler aber mit jedem Teil stark nach. Aber auch die Steuerung war schon damals alles andere als zugänglich. Und wer von der Pen-and-Paper-Vorlage keine Ahnung hatte, durfte sich erstmal eine ganze Weile einarbeiten. Das Gameplay der Trilogie erinnerte teils an Dungeon Crawler, dann aber auch wieder überhaupt nicht. Durch Städte und Dungeons bewegten wir uns in einer 3D-Ansicht, wobei die Grafik hier von schrittweise aufploppenden Hintergründen in Schicksalsklinge bei den Nachfolgern zu echtem 3D überging. Ereignisse in diesem Spielmodus wurden meist über eingeblendete Texttafeln abgewickelt. Sobald aber ein Kampf anstand, schaltete die Grafik in eine isometrische Ansicht um. Auf dieser Taktikkarte galt es jetzt rundenbasierend Talente und Zauber einzusetzen, um die Gegner zu besiegen. In Gebäuden wie Schenken oder Tempeln wurde wiederum auf eine 2D-Ansicht umgeschaltet. Über ein jeweils anderes Buttonmenü konnte dann gebetet, gekauft und gehurt werden. Und wenn es ans Reisen ging, wurde uns eine Karte von Aventurien präsentiert, auf der wir dann den Weg unserer Helden verfolgen durften und dabei hofften, dass uns nicht wieder 10 besoffene Torwalle über den Weg liefen, die uns verprügeln wollten, oder dass wir genug Verpflegung erjagten, damit unsere Gruppe nicht verhungerte, oder dass unsere Stiefel hielten und unsere Helden nicht an wunden Füßen krepierten, bevor sie in der nächsten Stadt neues Schuhwerk kaufen konnten, oder nach einem Kampf mit Wölfen nicht an Tollwut starben. Ja, all das war tatsächlich möglich. Einige Zocker dürften das aber vermutlich nie erlebt haben, da sie sich eventuell schon von der Charaktererschaffung abschrecken ließen. DSA steht in dem Ruf, zu viele Regeln zu haben. Ein beliebter Ausspruch lautet, bei DSA musst du würfeln, ob du es schaffst, dir morgens die Schuhe anzuziehen. Das war auch schon 1992 so und Attic hat sich wirklich bemüht, all diese kleinen Details umzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum die Reihe so legendär ist. Eine derart liebevolle, detailgenaue Umsetzung eines Fantasy-Universums gab es bis dato noch nie und sollte es auch bis Baldur's Gate nicht wieder geben. Die Nordland-Trilogie atmete das Flair von DSA. Fex zum Gruße, tapfere Recken! Lasst eure Waffen, wo sie sind! Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Sternenschweif, die Wurfaxt, wurde aus dem Tempel des Gottes der Diebe gestohlen. Es heißt, dass sie sich jetzt in einer Orkenfeste befindet und von gar seltsamen Orks bewacht wird. Beschafft mir diese Waffe wieder und es soll euer Schaden nicht sein. Zum einen natürlich durch die Regeln, die die Basis für eine immense Spieltiefe waren. Wie viele Spiele erlauben es einem zum Beispiel, sich unsichtbar, dafür aber nackt, durch eine Zwergenbinge zu schleichen, statt sich mit den Wachen zu prügeln und geben diesen Weg dabei nicht gescriptet vor? Zum anderen auch durch die perfekt abgebildete Atmosphäre der Spielwelt. Fast alles sah genauso aus, wie man es sich dank der Buchcover vorstellte. Okay, bis auf den gelegentlichen grünen Ork. Die Spiele vermittelten das DSA-Feeling so gut, dass dies sogar bis zu Nichtkennern der Materie vordrang. Und dazu hatten sie noch etwas, was DSA-Produkte selten besitzen: Selbstironie.
Durch die komplexe Spielmechanik und den knüppelharten Schwierigkeitsgrad war man mit jedem der Spieler eine Weile beschäftigt. Es konnte gut sein, dass eine Spielesession nur aus einem Einkauf und einigen wenigen Kämpfen bestand. Diese dann endlich zu meistern, war jedoch ein deutlich befriedigenderes Erlebnis, als man das aus heutigen Hack-and-Slay-Vertretern kennt. Die Nordland-Trilogie vermittelte stets das Gefühl, mehr als nur Spiele zu sein. Es waren realistische Simulationen einer Fantasy-Welt mit tausenden von Möglichkeiten. Dank des Magie- und Talentsystems wirkte ein The Elder Scrolls Arena fast wie ein Casual-Titel neben Sternschweif. Attic nahm sich auch die Kritiken der Fans zu Herzen und verbesserte mit der Zeit nicht nur die Grafik. In den CD-Versionen wurden wunderschöne digitale Orchestertracks unter das Geschehen gelegt. Sternenschweif punktete im Vergleich mit Teil 1 durch eine relativ komfortable Steuerung inklusive Automap. So war der zweite Teil 1994 technisch einigermaßen auf der Höhe und gefällt uns auch heute noch am besten. Teil 3, Schatten über Riva, bot eine leicht polierte Grafik und flüssiges 3D, war 1997 jedoch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und natürlich lebten alle drei Teile von der Handlung, die meist eng mit dem aventurischen Geschehen verwoben war. In Teil 1 galt es, eine sagenumwobene Klinge der Torwale aus dem düsteren Orkland zu bergen. Teil 2 warf uns mitten in den Krieg mit den Orks und wir mussten ein Bündnis zwischen Elfen und Zwergen aushandeln. Die Jagd nach der sagenhaften Waffe Sternenschweif wurde indes nie abgeschlossen. Teil 3 führte uns noch weiter nach Norden in die Hafenstadt Riva, wo finstere Mächte versuchten, Zwietracht zu säen. Das alles wurde meist über Textfelder, nur selten über Zwischensequenzen vermittelt. Angriff der Orken in der Stadt aus. Viele aufrechte Bürger der Stadt benehmen sich seit geraumer Zeit seltsam. Es wird viel geredet, doch nichts wird unternommen. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Versuche, die Spiele komfortabel spielbar noch einmal auf den Markt zu werfen. Teilweise gelang das, teils aber auch nicht. Für Torvala wünschen wir uns auf jeden Fall, dass Gedo Henkel die alten Tugenden seiner Nordland-Trilogie noch einmal beherzigt. Wenn es dann gleichzeitig auch noch besser aussieht als Schicksalsklinge, beschweren wir uns natürlich nicht. Das war's dann aber auch für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.